Wir treffen jeden Tag ca. 35.000 Entscheidungen. Einige davon überlegen wir uns lange und haben vielleicht sogar Angst davor, sie zu treffen. Andere wiederum treffen wir blitzschnell und ganz intuitiv. Eines haben sie jedoch alle gemeinsam. Jede einzelne von ihnen kann unser Leben drastisch verändern. Ob zum Guten oder zum Schlechten. Morgen. Morgen. Und? Hast du deinen Arbeitsauftrag für heute vorbereitet? Du weißt schon, für Geschichte. Jetzt lass sie doch erstmal frühstücken und wach werden. Ja, ich... Was? Würdest du lieber in kompletter Stille da sitzen? Ich versuch doch nur ein bisschen zu reden. Nicht schon wieder. Es ist immer dasselbe mit diesen Reportern. Schreiben schon wieder nur Unsinn über unsere Kanzlei. Ach ja, Kerstin hat gemeint, dass sie heute vielleicht vorbeikommt. Und ich muss auch noch ein paar Akten für die Arbeit fertig machen. Ach ja, noch etwas, Schatz. Kannst du dich bitte so schnell wie möglich fertig machen, ehe mein Besuch kommt? Diese Idioten haben keinen Respekt vor meiner Arbeit. Komm jetzt. So möchtest du aus dem Haus gehen? Aktuell größte Brisanz hatte, kamen die Teilnehmer der diesjährigen Klimakonferenz wieder zu dem Schluss, dass weitere Gespräche geführt werden müssen. Hast du schon die Babyschiraffen-Zwillinge gesehen? Ja, habe ich schon. Wie gehe ich mit dieses Wort? Hi. Hi. Und, hast du die Hausübung für heute? Ja, du? Nein. Du wirst abschreiben, oder? Ja, ich meine, wenn du es mir schon so anbietest, wäre es natürlich unfreundlich abzulehnen. Hey, dein Arm... Was hast du gemacht? Nichts. Meine Eltern haben wieder getrunken und sich gestritten und ich habe halt was abbekommen. Was meinst du, dass du es abbekommen? Meine Mutter wurde wütend und sie hat eine Glasflasche geworfen und mich getroffen. Aber es war nicht mit Absicht. Okay. Guten Morgen. Bitte nehmt eure Bücher heraus und Schlagzeile 310 auf. Wir beginnen heute ein neues Thema, nämlich den Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Weiß jemand etwas darüber, wieso der Erste Weltkrieg begonnen hat?
Bitte. Franz Ferdinand wurde ermordet, weswegen Österreich den Krieg erklärt hat. Ja, das ist richtig. Allgemein hin wird das als Auslöser gesehen. Jedoch waren die Spannungen innerhalb Europas zu diesem Zeitpunkt so groß, dass man heute davon ausgeht, dass ein Krieg fast unausweichlich war. Die Ermordung Franz Ferdinands war nur der entscheidende Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Ist alles okay? Ja. Wirklich? Ja, wirklich. Alles okay. Kann ich auf die Toilette? Ob du kannst, weiß ich nicht, aber du darfst. Hey, dein Arm, ist wirklich alles okay? Ja, es ist alles okay. Das Thema hatten wir doch schon. Entschuldigung, aber das ist nicht normal. Du musst es jemandem erzählen. Einer Lehrerin oder deinem Bruder. Er lebt ja nicht mehr zu Hause. Nein, das passt schon. Lass es doch einfach sein. Wenn es so weitergeht, wird das Ganze irgendwann nicht gut für dich ausgehen. Ich hab doch gesagt, ich will nicht mehr drüber sprechen. Und außerdem, du solltest nicht reden. Was meinst du? Die Pillen. Denkst du nicht, ich hab nicht bemerkt, dass du sie immer mehr nimmst? Das ist was anderes. Wie ist das anders? Wieso nimmst du sie? Manchmal, wenn mir alles zu viel wird, dann nehme ich halt ein paar. Aber ich bin nicht süchtig. Jetzt vielleicht noch nicht. Aber wenn du so weitermachst, bald. Du rennst genauso vor deinen Problemen weg wie ich. Also könntest du bitte endlich still sein. Ja, ich... Reden wir aber auch über was anderes. Hey, ich muss dir was sagen. Ja, okay, was ist? Jana, sie liegt im Krankenhaus. Was? Wieso? Ja, wieso, weiß ich nicht. Ihre Mutter hat nur vorher angerufen. Ich wollte es dir nur sagen, vielleicht kannst du sie ja mal besuchen. Okay. Ja. Oh, hey. Hi. Freut mich, dass du da bist. Sie wird sich sicher über deinen Besuch freuen. Ich werde euch dann mal kurz allein lassen. Was hast du gemacht?
Weißt du, sie hat es gerade zu Hause nicht so einfach. Unsere Eltern, nun ja, sie haben Probleme. Und sie steckt dort halt mittendrin gefangen. Sie hat deswegen auch neuerdings etwas zu schlucken angefangen. Natürlich wollte ich sie davon abhalten, aber es hat nicht funktioniert. Und gestern hat sie es dann anscheinend wohl übertrieben. Sie ist wegen einer Überdosis hier? Ja. Denkst du, sie hat es absichtlich gemacht? Nein, ich denke, es ging ihr gestern wieder schlecht und dann hat sie ja zu viel genommen. Oh. Alles okay? Ja. Ich denke, ich werde dann wieder gehen. Tschüss. Danke, dass du da warst.